Beim Herrn Groß bedanke ich mich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn noch Herr nennen soll, weil was er hier geboten hat, das weiß ich nicht, wer das jetzt alles gesehen hat, aber er ist halt ein Schreihals. Ja? Und ich finde, seine Methodik, seine Dialektik, das kann man eigentlich gar nicht, man kann es nicht ernst nehmen, weil es ist ja wirklich pathologisch. Aber es erinnert mich, und jetzt sage ich wirklich was Ernstes, die meisten werden das vielleicht nur aus den Geschichtsbüchern kennen, aber wie ich ihn so hier erlebt habe, wie er geschrien hat, ja auch mit dir, und du kamst ja kaum zu Wort, und er ist ja fast übergeschnappt dabei. Da kann man nur sagen, okay, entweder war auf Drogen oder hat zu wenig Drogen, oder, aber an was ich mich wirklich erinnere, und das sage ich jetzt im vollen Bewusstsein, es gab in der dunkelsten Zeit dieses Landes und Deutschlands, 38 bis 45, einen Chefankläger am Volksgerichtshof, Roland Freisler von Adolf Hitler. Er war für 2600 Todesurteile zuständig, und er hat vor allem eines gehabt, es gab diese Unrechtsjustiz. Und der hat Menschen nur angeschrien, niemand kam zu Wort, er hat sie verurteilt, er hat sie denunziert, er hat Häme und Hass und Spott über sie geschüttet. Und ich übertreibe das jetzt nicht, aber wie ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, was hat der mit dem gemeinsam? Ist das sein Vorbild, oder hat er zu viel Roland Freisler geschaut, oder was ist los mit dem? Was ist los mit Groß? Ja? Also normal ist das nicht, dann habe ich ein bisschen nachgelesen und jetzt bin ich schon fertig. Wahrscheinlich kann man es so erklären, er war ja monatelang hier an diesem Tisch der größte Impfgegner. Monatelang. Hat gesagt, wie schlecht die Impfung ist und wir sollen überhaupt und so weiter. Kann man alles nachlesen. Dann plötzlich hat er sich geoutet, ich habe mich jetzt impfen lassen. Dann kam ein Shitstorm seiner Freunde, den er monatelang erklärt hat, dass er gegen die Impfung war. Und wieder ein bisschen später hat er noch den nächsten Rückzieher gemacht und hat gesagt, es war ein Fehler, mich impfen zu lassen. Schlusssatz. Ich kann solche Menschen nicht ernst nehmen und ich will ihnen eigentlich auch nicht mehr begegnen. Okay.